Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Cody mit einem weiteren Video zur PlayStation 5 und mit richtig guten News zum Wochenende. Obwohl man sich bei der Begeisterung ein kleines bisschen zusammenreißen sollte, aber egal, wir können uns erstmal freuen, denn Discord kommt endlich vernünftig mit Sprachchat auf die PS5. Also, das ist mega und wir haben ehrlich gesagt, glaube ich, Ewigkeiten darauf gewartet. Ich wollte eigentlich vorher nochmal nachsehen, wann mein letztes Video war zu Discord auf der PS5. Ich weiß noch, auf der Xbox, da war es zum Start sehr, sehr crappy gewesen, also von der ganzen Bedienung her. Hier machen sie es auf alle Fälle, wenn es auch ja Ewigkeiten später, von vornherein wirklich richtig, richtig. Denn das Ganze ist wirklich sehr gut ins System integriert, wie ihr in diesem kleinen Beispielvideo im Hintergrund sehen könnt, wie die ganze Integration aussieht. Und das ist wirklich richtig klasse. Endlich, ja, im Sprachchat gemeinsam abhängen. Die einzige Frage, die mir persönlich dabei eigentlich nur bleibt, ist die: Wer kam auf die Idee mit diesem Video? Auch gerade mit der Musik hinten dran. Ich werde das Video euch dann nochmal hinten ja mit Ton anhängen. Dann könnt ihr das kleine Werbevideo dazu hören für Discord und PS5. Aber wie gesagt, es ist auf alle Fälle eine mega geile Sache. Zumal halt auch privater Channel ist möglich. Ihr könnt direkt die Channels auswählen und könnt das alles direkt von der PlayStation 5 Oberfläche machen. Ihr braucht das nicht mehr mit dem Handy zu machen. Ihr könnt halt wirklich euren Game Sound, euren Discord Sound, alles komplett auf eurem Headset oder auf euren Boxen oder wo auch immer haben und direkt wirklich Discord-Kanäle joinen, wieder verlassen. Also dicke, fette Daumen nach oben. Jetzt kommt die Kleinigkeit, wo ich sage, ich muss den Enthusiasmus ein klein wenig einbremsen, denn es wird schrittweise eingeführt. Okay, damit kann man schon mal leben. Und es beginnt in Asien, Japan, Asien. Dort starten sie mit Discord. Und wann das Ganze dann wirklich hier bei uns in Europa landet, ich weiß es nicht. Ne? Ich denke mal, das wird nicht so lange auf sich warten lassen. Das ist natürlich nur ein gefühlter Wert von mir. Wie lange lässt es auf sich warten, wenn wir überlegen, seit wann wir das erste Mal davon gehört haben und jetzt endlich sind wir, sage ich mal so, kurz davor eventuell. Das war schon ein sehr, sehr langer Zeitraum und deswegen kann man natürlich auch sagen, vielleicht dauert es dann doch noch relativ lange, ehe es endlich soweit ist, aber ich sage mal, es ist offiziell verkündet. Das ist schon mal das ganz, ganz Wichtige. Und deswegen schreibt mir mal gerne unten rein in die Kommentare, wie sehr ihr euch freut auf die Funktion Discord-Chat direkt auf eurer PS5. Und wie gesagt, es sieht ja wirklich in diesem kleinen Video, was sie dort gemacht haben, wirklich sehr, sehr gut aus, wie das Ganze umgesetzt ist. Dass man wirklich da die Möglichkeit hat, direkt das Ganze so zu veranstalten, wie man gerne möchte. Das ist wirklich richtig toll, dass wir hier halt einfach direkt in unserer Benutzeroberfläche unseren eigenen Discord-Button haben. Unter dem normalen Chat haben wir jetzt einfach einen eigenen Discord-Button und können so dann direkt einzelne Server joinen. Das ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt und vor allem genau an die richtige Stelle gemacht. Vor allem genau an die richtige Stelle gemacht, finde ich persönlich. Ebenso, wir haben ja gestern ein kleines System-Update gehabt. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht nachgeschaut gehabt, aber es ist ja sehr, sehr oft so, dass bei diesen kleinen System-Updates meist dann nur ja, allgemeine Aussagen sind, wie die Leistungsfähigkeit wurde verbessert oder die Stabilität wurde verbessert. Was ebenso eingeführt worden sein soll, ist seit gestern die Profilfreigabe. Und zwar, dass ihr die Möglichkeit habt, entweder in der PlayStation-App auf eurem Handy oder auf der PS5-Konsole euer Profil zu teilen. So, dann, man hat das ja wahnsinnig oft, dass jemand sagt, hey Mensch, ich würde dich gerne bei PSN adden, wie ist denn dein Name? Und dann sagt man ihnen den und dann, ja, ist das der oder ist das der oder was für ein Symbol hast du? Es ist ja nicht immer wirklich sicher, dass derjenige am anderen Ende auch wirklich das richtige Profil gefunden hat. Dann hat er sich verhört im Chat beim Namen und so könnt ihr also direkt auf der PS5-Konsole euer Profil teilen. Es geht auch am Handy, angeblich seit gestern ist es leider so. Sie haben genau hier nämlich die Beispiele, zeige ich euch hier gerade im Hintergrund, vom iPhone gezeigt. Bei mir genau auf dem iPhone, momentan deutsche Version nach einem Update. Es gab ein Update für die PS5-App, habe ich trotzdem nicht den Button Profil teilen. Bei mir sieht das noch ein wenig anders aus, während hier auf diesen Screenshots, wie man im Hintergrund sieht, wenn man auf dem eigenen Profil ist, 4 ja, Schaltflächen unten sind. Online-Status, Profil teilen,
Profil bearbeiten und Einstellungen. Und das habe ich genauso, nur bei mir fehlt der Button für Teile das Profil. Also Profilteilen habe ich hier noch nicht aktuell verfügbar. Aber vielleicht ist das eine Kleinigkeit, die in 1, 2, 3, 4 Tagen dann da ist. Vielleicht wird das so nach und nach ausgerollt, eventuell über die einzelnen Plattformen. Das kann ja auch sehr gut sein. Ganz wichtig auch natürlich, wir müssen ein Update der Konsole auf die neueste Systemsoftware durchführen. Aber das ist ja logisch, ganz klar. Und ganz wichtig natürlich, ihr müsst natürlich euer, das könnt ihr jetzt schon mal im Vorfeld, sage ich mal, machen, bevor das Ganze dann live geht. Ihr müsst natürlich euer PlayStation Network Konto mit eurem Discord Konto verknüpft haben, ne? Weil sonst kann das natürlich nicht gehen, ne? Das eine muss ja wissen, wie das andere geht. Ich packe euch dafür einen Link unten rein in die Videobeschreibung, wie man das Discord Konto mit dem PlayStation Network Konto verbindet. Da gibt es extra einen kleinen Artikel auf der Sony-Seite. Den werde ich euch dann hier einmal, wie gesagt, unten reinhauen. Falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr das Ganze schon mal vorholen. Und wenn es dann soweit ist, endlich, dass Discord zu uns auf die Konsole kommt, dann seid ihr vorbereitet und könnt direkt gleich joinen und mit euren Freunden auf Discord abhängen. Und man macht das ja auch sehr, sehr oft. Ich meine, sehr oft wird Discord genutzt, um sich für Online-Spiele zu verabreden, sei es für Skull and Bones, sei es für Diablo, dass man sagt, hey, komm, wollen wir heute Bosse klatschen? Hey, wollen wir heute irgendwelche Schiffe gemeinsam versenken, irgendwelche Festungen überfallen? Dann ist das einfach immer eine sehr, sehr coole Geschichte, eine sehr, sehr gute Sache, sich dort über Discord zu verabreden. Und das dann halt jetzt, wie gesagt, direkt von der Konsole machen zu können, ist in meinen Augen persönlich wirklich ein riesengroßer Pluspunkt. Daher nochmal der Aufruf an euch, schreibt mir eure Meinung zu Discord auf der PS5 unten rein in die Kommentare, da freue ich mich sehr drüber. Ich spiele euch jetzt nochmal den kleinen Werbetrailer oder den kleinen Vorstellungstrailer von Sony ein. Wie gesagt, ich finde den ein bisschen strange gemacht, vielleicht auch das der Grund, dass das ganze Feature zuerst nach Asien kommt, denn er hat schon so einen asiatischen Hauch, dieser kleine Trailer, finde ich persönlich. Das war's von mir. Ich danke euch fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.